Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir sind gerade draußen unterwegs und ich dachte, ich nutze die Zeit so ein bisschen, um ein paar Videos für euch zu drehen. Heute soll es um das Thema Achtsamkeit gehen. Ich kann euch sagen, als Negativbeispiel, ich bin gerade nicht achtsam. Warum solltet ihr Achtsamkeit im Alltag üben? Einfach, weil es was ist, was euren Geist beruhigt. Ihr seid nicht im Gestern, das heißt nicht in der Vergangenheit. Ihr seid nicht im Morgen, nicht in der Zukunft, sondern ihr seid im Hier und Jetzt. Ihr macht euch keine Sorgen um die Zukunft. Ihr denkt nicht an Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind, sondern ihr erlebt diesen Moment. Wir als Mamas, wir erleben ja den Moment ganz, ganz selten, weil wir mit unserem Kopf bei irgendwelchen Einkaufslisten und To-Do-Listen sind und ganz viele Momente, glaube ich, auch verpassen können. Und ich möchte euch heute so ein bisschen an die Hand geben, wie man das so Schritt für Schritt in seinen Alltag einbauen kann und gebe euch da jetzt mal meins so als Beispiel. Und zwar die Zeiten, an denen ich im Alltag Achtsamkeit übe, sind im Badezimmer tatsächlich, weil ich da einfach sehr, sehr, sehr viel Ruhe habe. Oder die meiste Zeit bin ich da halt wirklich allein, ja, grandioserweise. Und da eignet sich das natürlich gut. Und das heißt, beim Zähneputzen beispielsweise bin ich wirklich da. Also ich putze mir wirklich die Zähne und denke nicht an irgendetwas anderes und bin dabei. Also achte wirklich darauf, wo ist meine Zahnbürste, wie schmeckt denn die Zahncreme heute. Wunderbar ist es auch am Abend, da liebe ich es, im Badezimmer Achtsamkeit zu üben am Abend in der Dusche. Das ist so für mich so dieses, den Stress vom Alltag abwaschen und einen frischen Start in den Abend, der noch vor mir liegt. Und den möchte ich wirklich achtsam beginnen, diesen Abend, der da vor mir liegt. Und das heißt, ich bin wirklich dabei. Also ich schaue, okay, wie fühlt sich das warme Wasser auf meine Haut an? Wie genial riecht bitte mein Duschgel heute? Oder wenn ich sogar in der Badewanne liege, genieße ich das richtig, richtig doll. Also Achtsamkeit bedeutet wirklich runtergebrochen, im Jetzt zu sein. Nicht im Gestern und nicht im Morgen, sondern im Jetzt zu sein. Das tut unserer Seele so, so gut, unserem Geist so, so gut, weil wir wirklich da sind, uns nicht mit überflüssigen Gedanken beschäftigen. Und das wird euch im Alltag mit den Kindern sehr zugutekommen, wenn ihr dann manchmal Momente mit den Kindern wirklich achtsam genießen könnt. Mama. Ihr wisst, diese Momente gehen so, 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 so schnell vorbei. Und ein Beispiel, warum ich jetzt gerade nicht achtsam bin, ich bin gerade nicht draußen unterwegs und achte auf meine Schritte, achte auf die Geräusche der Natur, auf die frische Luft, atme ganz bewusst tief ein und aus. Das kann man mit bei einem Spaziergang mit Kindern nicht die ganze Zeit machen. Das ist mir klar. Aber euch so 2 Minuten Achtsamkeit auch mal während eines Spaziergangs zu gönnen, auf eure Schritte zu achten, wie sich der Fuß abrollt, tief ein- und auszuatmen. Und schon das bringt euch frische Energie für den Tag, der noch vor euch liegt. Also probiert es mal aus. Versucht euch so eine Achtsamkeitsroutine zu schaffen. Also zu sagen, immer in der Dusche bin ich achtsam, dann denke ich nicht an irgendwas anderes. Oder bei einem Spaziergang nehme ich mir immer 2 Minuten für mich, für Achtsamkeit, um daraus Kraft und Energie zu ziehen und einfach mal ein bisschen mich auszuruhen und zu entspannen. Und ich werde mir jetzt auch 2 Minuten Achtsamkeit hier draußen gönnen. Bis morgen.